Herr Jesus Christus, dein Wort ist Basis und Fundament für unser Leben. Herr, erbarme dich unser. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Erlass uns unsere Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Ehre sei Gott in der Höhe. Herr, du hast Worte, die mir
sozusagen auf den
Besondere Stellung in der Gemeinschaft werden die Gefahr genau das aus den Augen zu verlieren, was uns das Wort Gottes sagen will und für eine Gemeinschaft unerkennbar ist. Im Volksmund treffend ausgesprochen, auch mit Schwiegergleichheit in den Leisten. Konzentriere dich auf das, was du kannst, was dir liegt, für die Aufgaben, zu denen du mit deinen Charismen und Talenten geeignet bist. Bleib demütig und überhöhe dich nicht, damit du nicht geringschätzig über andere urteilst, die deine Gaben nicht in gleicher Weise haben. Rufe dir ins Bewusstsein, dass andere besser können als du, damit du geerdet bleibst. Einer von ihnen, ein christlicher Bruder, ein Mensch wie sie, in deren Dienst du gesendet bist. Lass dich nicht blenden von Huldigungen und Lobeshymnen, Vergötterungen. Das kann dich überheblich und moralisierend machen. Dieser Auftrag Gottes, auch im Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde von Korinth zur Demut von mir selbst und den anderen, begleitet mich seit 25 Jahren und heute mehr denn je. Und die Erkenntnis und die Reifung verdanke ich euch als Begegnender an den Orten, an denen ich mich geheimatet fühle. Euch, die mich nicht nur vom Hörensagen kennen, von Kurzbegegnungen beeinflusst sind, die mich nicht nur als souverän aufregender wahrnehmen, sondern neben meinen Stärken auch mit meinen Schwächen konfrontiert sind und mich trotzdem wertschätzen. Und deshalb danke, dass ihr da seid, dass ich einer von euch sein darf. Dabei kann ich auch nicht umhin, ein zweites Jubiläum zu erwähnen, dass ich mit meiner Frau in diesem Monat am 26. Juli feiere, 40 Jahre gemeinsamen Weg, 40 Jahre der Lebensbegleiterin geschenkt bekommen habe, die meine Berufung mitbringt. Familie ermöglichte. Ich habe heute niemanden persönlich eingeladen. Auch nicht meine Familie, sie sind trotzdem alle da. Meine Töchter, die auf meiner Stola eben verewigt sind, die mir meine Schwester einmal geschenkt hat. Eine Frau, die mir 40 Jahre zur Seite stand und auch unsere Verschiedenheit aushält und ihr wertvolles Korrektiv ist, Höhen und Tiefen mitgeht. Danke, gerne. Und bei der Weihe am 9. Juli 1995 in Nazikon hat er die Lesung vorgetragen, schwanger mit der jüngsten Tochter Theresa und mit der dreijährigen Maria Magdalena. Und danach verkündete ein junger Mann das Evangelium am Anruf, der jetzt hinter mir sitzt. Ein priesterlicher Diakon namens Andreas Lechner. Heute Pfarrer und Leiter unseres Seelsorges Raumes mit Elf-Pfarrer. Berufungswege, die sich in den Anfängen gekreuzt haben und die Gott hinterkreuzen ließ, für eine gemeinsame Aufgabe. Geprägtes zusammenzuführen, Verständnis füreinander zu wecken, Ressourcen und Charismen zum Wohl aller zu kleinen Kirche weiterzuentwickeln. Und das empfinde ich als weitere Gnadengabe, als Chance, als lohnende Herausforderung, die Gott mir im fortgeschrittenen Alter noch schenkt. Bezug nehmend auf das Gleichnis im Evangelium, mit ein Sehender sein zu dürfen. Sich von steinigen Böden, erstickenden Bäumen bestücken, nicht entmutigen zu lassen, sondern immer wieder neu auszusehen.
An einer Klimaveränderung zu arbeiten, die das Erdreich tiefer macht, damit die Saaten verwurzelt werden, damit Glaube wächst und damit christliche Gemeinschaft nicht verbaut. Und ich fühle mich in großer Dankbarkeit verbunden mit allen Menschen, die mitziehen, die mit an der Klimaveränderung der Kirchenentwicklung arbeiten, die sich nicht nur von dem Teil der scheinbar kahler werdenden Böden beeinflussen lassen, die sich aufgeben und sich auf die kleinen Fruchtbaren konzentrieren. Kirche ist für mich ein großer Raum, in dem die Sorge um alle Seelen Platz haben muss. Das geht nur in Gemeinschaft, das geht nur in Demut vor der Einzigartigkeit des Mitmenschen und gegenseitiger Wertschätzung, das geht nur im Zusammendenken von Kirchtürmen, das geht nur in der Bewusstseinsförderung jedes Einzelnen, zu welchem Dienst er von Gott berufen ist. Und das geht nur, wenn Mächtige heruntersteigen und Niedrige hinaufgebeten werden. Und mit meinem Lieblingslied von der Kirche schließe ich ab. Ein Volk Gottes, eine Gemeinschaft von Hirtinnen und Hirten, die sich eigenverantwortlich und selbstbewusst gegenseitig als eigen und nächstenliebende Berühmten, sich neue Wege zu Gott eröffnen. Das mag eine Vision sein, eine Utopie, aber eine, wie man sich Reich Gottes vorstellen kann, an dem zu arbeiten, wir alle berufen sind. Amen. Mit unseren Talenten und Fähigkeiten eingeht, an und mit der Kirche mitzuarbeiten. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Anstatt des Fürbittgebetes bitte ich euch jetzt das Gebet des für den Seelsorgeraum oberes Dienstag in die Hand zu nehmen, den wir jetzt gemeinsam geben. Guter Gott, dein Heiliger Geist führt Menschen in Achtsamkeit zueinander. Uns vereinst du im Seelsorgeraum oberes Dienstag. Mit allen Sinnen wollen wir leben, seine Unterschiedlichkeit erfassen, Räume schaffen, die verbinden, begeistern, wertschätzen, ermächtigen, trösten, Hoffnung schenken. Danke für meine Talente und ihre weitere Entwicklung. Segne uns, segne mich, dass ich sie Tag für Tag, Stunde für Stunde
zum Segen für das Miteinander in die Seelsorge und in die Feiern kann. Durch Christus, unseren Herrn. Sieh auf dein Volk, das im Gebet versammelt ist, und nimm unsere Gaben an. Heilige sie, damit alle, die sie empfangen, in deiner Liebe wachsen und dir immer treuer dienen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Er gibt uns die Herzen. Wir haben
unser Vater und preise ihn, denn du hast uns ins Leben gerufen. Du lässt uns niemals allein auf unserem Weg und bist immer da für uns. Einst hast du Israel, dein Volk, mit starker Hand durch die windlose Wüste geleitet. Heute führst du deine Glieder der Kirche in der Kraft des Heiligen Geistes. Du bahnst dir den Weg durch diese Zeit in die ewige Freude deines Reiches durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum singen wir mit allen Engeln und Heiligen das Lob deiner Herrlichkeit. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, O Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir. Bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiere das Gedächtnis deines Sohnes, der uns erlöst. Durch sein Leiden und seinen Tod am Kreuz hast du ihn zur Herrlichkeit der Auferstehung geführt und ihn erhöht zu deiner Rechten. Wir verkünden dieses Werk deiner Liebe, bis er wiederkommt, und bringen dir das Brot des Lebens und den Kelch des Lebens dar. Wir feiern das Opfer Christi, das er uns anvertraut hat. Er hat sich für uns hingegeben und schenkt uns Anteil an seinem Leiden und Blut. Wir bitten dich, schau gütig auf die Gabe deiner Kirche und gib, dass wir im Geist deiner Liebe für immer verbunden bleiben mit ihm und
untereinander. Barmherziger Gott, durch die Teilnahme an diesem Mahl stärke uns in der Einheit. Lass uns in Gemeinschaft mit unserem Papst Franziskus und unserem Bischof Wilhelm, mit allen Bischöfen, Priestern und Diakonen und mit deinem ganzen Volk in Vertrauen und Hoffnung deine Wege gehen und so für viele Menschen eine Quelle der Freude und der Zuversicht sein. Vater, erbarme dich unserer Schwestern und Brüder, die im Frieden Christi heimgegangen sind und aller Verstorbenen, deren Glauben du allein kennst. Wir gedenken in dieser Gottesdienstzeit ganz besonders des verstorbenen Bischof Johann Weber und des verstorbenen Pfarrer Johann Karocker. Und mit Walter Rassecker gedenken wir des verstorbenen Gatten und des verstorbenen Vater Hans Weiter. Lass sie dein Angesicht schauen und schenk ihnen das Leben in Fülle. Wenn unser eigener Leben zu Ende geht, nimm auch uns für immer bei dir auf. Und lass uns zusammen mit der seligen Jungfrau Gottes Mutter Maria, mit den Aposteln und den Märtyrern, mit unserem Vater und dem heiligen Nikolaus und dem heiligen Benedikt, mit allen Heiligen in unseren Namensheiligen, dich loben und preisen, durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Beten wir gemeinsam, miteinander und füreinander, wie wir als Kinder Gottes immer voll Vertrauen bieten können. Vater, unser Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft, die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Jüngern gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meine Frieden gebe ich euch. Und so bitten wir. Herr Jesus Christus, schau unser Leben auf unseren Glauben und schenke uns und allen Menschen auf der ganzen Erde Einheit, Freude und Frieden. Und der Friede des auferstandenen Herrn Jesus Christus sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. So spricht der Herr Jesus Christus: Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Halleluja.
Lieber Wolfgang, es ist gut, dass du vor 25 Jahren Ja gesagt hast zu diesem Weg. Zu diesem Weg mit Gott, zu den Nächsten. Du hast in dieser Zeit deine Talente mit uns geteilt und heute
dir Danke für deinen Schatz. Im Namen des Pfarrgemeindeherrtes, alle Bitte auch für die weitere Zeit. Danke. Das ist was Süßes. Ja, da habe ich noch jung was. Herzlichen Dank. Nein, ist das nicht. Leider bist du in Abstand wohl belegt mit. Ja, lieber Herr Pfarrer, Andreas, Herr Diakon, Gemeinde, liebe Familie Griesebner, geschätzte Pfarrgemeinderäte, Herr Pfarrer St. Nikolai, Sölk und Sölk, sehr geehrte Damen und Herren, kaum jemand bei uns in der Gemeinde kennt die Familie im doch sehr, sehr großen Einflussbereich der Pfarrer St. Nikolai so gut wie bei uns bei Wolfgang. Bei den Jugendlichen unter uns war der Taufschule dabei, später bei der Erstkommunion hat sie bei der Vergebung begleitet. Und bei den traurigen Anlässen, die immer wieder zu pflegen sind, ist der Wolfgang einer der Ersten, der die Familie aufsucht und tröstende Worte findet. Wo man hier bei uns sehr früh in der Ferie durchs Dorf fährt, ist es ein Finster. Nur in der Messe da draußen kommt es sehr, sehr oft vor, dass im Waldgang, oben in der Dachgaben, wo er sein Büro hat, schon das Licht nimmt. Weil er in der Zeit schon arbeitet. An den Dingen, die er dem Zielus angehauen hat, an den Blättern, die in der Pfarrgemeinde verteilt werden, in der Gemeindezeitung, und an dem Film, was er sonst noch fordert. Der Wolfgang ist nicht nur in der Pfarre sehr, sehr aktiv, er ist auch einer, der Schriftführer in den Vereinen tätig ist, und was vielleicht sehr, sehr wenige von uns wissen, er ist auch Mitglied des Kriseninterventionsteams, wo er auf Anruf losfährt und dort mit viel Ruhe die Worte findet, die vom Unglück ein wenig loslösen. Vor wenigen Stunden habe ich bei einer Geburtstagsfeier geben dürfen, wo das Geburtstagskind sehr, sehr feinfühlig das Leben und Wirken umrissen hat, mit pointierter, spitzer Feder, wo den Zuhörern die Tränen in den Augen gestanden haben. Das ist ein besonderes Talent, das den Wolfgang in vielen Bereichen auszeichnet. Als Zuhörer der heutigen Messe bewundert man das, wenn jemand da vorne steht und sich freut und die Familie befindet, und dieser große Anlass aus auch der Pfarrgemeinde und darüber hinaus sehr viele Besucher am Samstagabend in die Kirche. Dies, obwohl es dafür keine Einladung gegeben hat. Aber lieber Wolfgang, ich glaube, das ist der schönste Beweis, dass das, was man macht, vom großen Erfolg getragen wird, so wie das bei dir der Fall ist. Und du hast diese besondere Begabung, die nur sehr, sehr wenig vorbereitet ist, und zwar die, wie der Herr Pfarrer, was der Andreas zuerst erwähnt hat, die große Begabung, das Wort Gottes, die es bei dir ins
sehr guten Händen ist, zu verbreiten. Lieber Wolfgang, du hast deine ersten 25 Jahre als Diakon sehr, sehr gut gemacht. Und wir wissen das, du machst ja die nächsten 25 Jahre als Diakon sehr, sehr gut. Wir nehmen die heutige Messe zum Anlass, dass ich im Namen aller, die heute hier sind, und im Namen der vielen, vielen, die nicht kommen konnten, dass ich bei dir und bei jeder bei dir Familie ganz, ganz herzlich danken soll. Danke, dass ihr das in der Form aufgegriffen habt, dass es längst möglich war und voll. Danke, so wie es jetzt noch ist. Das ist unglaublich und das findet einfach große Bewunderung. Und ich werde im Namen der Gemeinde dafür ganz, ganz herzlich bedanken. Lieber Wolfgang, für dich eine Kleinigkeit. Ich bin sehr guter Freund und einer, der immer hilft, wo es mir geht. Und jeder von uns sieht, dass du die Zeit nimmst, dass das für dich ist. Danke dafür. Gottes Segen jedenfalls, gell? Ich bin Kriegsvorgang.
Alles Gute. So, jetzt los, gibt's ja schnell Segen. Gib mal noch, wie es geht. Du musst das letzte Mal. Das war's schon. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Es segne, behüte, begleite und stärke euch der allmächtige Gott. Der Vater, der Sohn, ist der Heilige Geist.